Hallo, mein Name ist Martin Wehrle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und heute wende ich mich mal an dich. Du bist wahrscheinlich Schulabgänger und überlegst dir gerade, welchen Beruf du dir auswählen sollst. Und vielleicht machst du dir auch ein wenig Stress, weil du sagst, Mensch, woher soll ich eigentlich wissen, was in den Berufen vor sich geht? Woher soll ich wissen, wie ich eine richtige Entscheidung treffe, über die ich mich dann mein ganzes Leben freuen kann, statt mich darüber zu ärgern? Ich möchte dir aus meiner Praxis ein paar Tipps geben und sagen, wie du jetzt schon eine gute Wahl für deine Zukunft fällst. Gleich geht's los. Der erste Tipp, das ist ein ganz bedeutender Tipp, denn du hast ja in deinem Leben schon einiges gemacht. In der Freizeit, in der Schule, an verschiedenen Orten. Und du hast gemerkt, was dir so richtig Spaß macht, was dir leicht fällt, wozu du Talent hast. Und ich glaube, aus dieser Richtung, da winken immer die allerschönsten Berufe. Also, ich gebe dir Beispiele. Wenn du es liebst, am Computer zu arbeiten, wenn du ein Freak bist, der da gerne programmiert und so weiter, dann solltest du schauen, ob du das nicht beruflich nutzen kannst. Wenn du zum Beispiel dich für Kunst oder Musik interessierst, dann überlege dir, ob es nicht Berufe gibt, die an dieses Interesse anschließen. Meine Erfahrung ist die, Menschen sind immer dann am glücklichsten, wenn sie im Beruf das machen, was ihnen wirklich am Herzen liegt, was ihnen Spaß macht, was Glanz in ihre Augen zaubert. Das macht Menschen glücklich. Dagegen, wenn sie beruflich Tätigkeiten verrichten, die ihnen gar keinen Spaß machen, dann werden sie unglücklich, dann werden sie stumpf und dann macht es auch wirklich keine Freude mehr. Mein zweiter Tipp für dich ist der, pfeif auf die Trends und pfeif auf die Ratschläge aller anderen, sogar auf die Ratschläge deiner Eltern. Das klingt jetzt ein wenig hart, aber ich meine es genauso, wie ich es sage. Warum sollst du auf die Trends pfeifen? Weil die Trends von heute die Flops von morgen sind. Es gab eine Zeit, da hieß es, man muss unbedingt Lehramt studieren, es sei das gefragteste Fach überhaupt. Es haben ganz, ganz viele Lehramt studiert und irgendwann gab es dann arbeitslose Lehrer, weil eben nicht so viele benötigt wurden. Man nennt das in der Wissenschaft einen Schweinezyklus. Also wenn Schweine am Markt fehlen, wurden ganz, ganz viele Schweine gezüchtet, sodass nachher zu viele da waren und die Preise absolut in den Keller sind. Dasselbe gilt bei den Berufen. Wenn ganz viele Menschen in eine Richtung gehen, dann gibt es da irgendwann einen Engpass. Darum hör lieber auf das, was du selber willst. Und warum sollst du nicht auf Erwachsene hören, die dir Tipps geben? Weil diese Tipps oft nichts mit dir zu tun haben, mit dem, was dir wichtig ist, sondern mit dem, was deinen Eltern wichtig ist. Das kann zweierlei sein, da musst du genau prüfen. Willst du das wirklich auch? Denn deine Eltern wollen auch, dass du glücklich wirst und da musst du einfach den Mut haben, dein Ding zu machen. Jetzt kommt mein dritter Tipp und den wende ich auch an, wenn ich gelegentlich junge Menschen berate. Und zwar, bevor du einen Beruf für dich auswählst, musst du ja wissen, was du da eigentlich tust. Also, wichtige Aufgabe, erforsche den Beruf. Sammle alle Informationen, die du über einen Beruf bekommen kannst. Surf im Internet, das ist gut. Lies in Büchern, das ist gut. Hol dir Broschüren von der Arbeitsagentur, das ist auch gut. Aber ich habe noch etwas Viertes, das ist besser. Und weißt du, was das ist? Das Vierte ist, sprich mit Menschen, die diesen Beruf seit Jahren ausüben. Sprich mit denen aber nicht nur darüber, was gut ist in dem Beruf, was Spaß macht in dem Beruf, sondern frag die auch mal, sag mal, was nervt dich so richtig in diesem Beruf? Was möchtest du nicht machen? Was langweilt dich am meisten? Du solltest, bevor du in den Beruf gehst, genau wissen, worauf du dich einlässt und nicht nur die wunderbaren Sonnenseiten kennen, sondern eben auch die Schattenseiten. Und jetzt bin ich schon beim vierten Punkt und das ist sozusagen die Krone von allem. Bevor du in einen Beruf gehst, musst du ihn testen. Du musst diesen Beruf testen, je länger, desto besser. Das heißt, organisiere da ein Praktikum, begleite jemanden, der diesen Beruf ausübt und mach das nach Möglichkeit nicht nur 2 Wochen, sondern 4 Wochen, 6 Wochen. Schau dir einfach an, ob das dir Spaß macht, ob du da Erfüllung findest, ob du denkst, du könntest das für Jahre, vielleicht sogar für ein Leben machen. Wenn es dir schon nach 14 Tagen langweilig wird, dann garantiere ich dir, nach 14 Jahren hättest du den Kopf aber ganz weit im Sand stecken. Dann ist es einfach der falsche Beruf für dich. Mein fünfter Tipp. Folge nie dem Geld. Ich höre manchmal die Frage von jungen Menschen, Mensch, in welchem Beruf kann ich denn am meisten Geld verdienen? Und wenn die dann hören, wie der Beruf lautet, dann sagen sie, jawohl, das mache ich. Aber meine Erfahrung ist die, wenn Menschen dem Geld folgen und ihr Herz ignorieren, dann üben sie Berufe lustlos aus. Und wenn sie Berufe lustlos ausüben, dann sind sie nicht erfolgreich und dann verdienen sie in diesem an sich gut bezahlten Beruf wenig Geld
und es ist auch ein Schmerzensgeld, weil ihnen ihr Leben flöten geht. Darum folge nicht dem Geld, sondern folge deiner Sehnsucht. Und wenn du etwas wirklich gerne tust, dann tust du es auch gut und dann kommt das Geld zu dir, ohne dass du ihm hinterherlaufen müsstest. Und jetzt mein sechster und letzter Tipp ist der, und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, denn ich habe mich auch mit meinem ersten Beruf vergaloppiert. Der Tipp ist der, gestatte dir Fehler. Gestatte dir Fehler, denn die Berufswahl, die du heute triffst, das muss nicht die Berufswahl sein, die noch in 30 Jahren gilt. Die Menschen wechseln heute ohnehin viel öfter die Berufe als früher und manchmal ist ein Umweg nützlich. Also ich selbst habe angefangen im Verwaltungsdienst, das war überhaupt nichts für mich, ich war der Anti-Beamte schlechthin, aber ich habe mich dahin vergaloppiert. Es war eine nützliche Erfahrung, die hat dazu geführt, dass ich dann Journalist wurde, dass ich Buchautor wurde. Also manchmal muss man auch einen Umweg gehen, um an sein Ziel zu kommen. Du bist noch jung, du hast noch viel Zeit, aber dennoch befolge diese Tipps, schau dir die Berufe an, denn je bewusster du entscheidest, desto glücklicher kannst du im Beruf werden. Dafür drücke ich dir ganz fest die Daumen und wenn dich Karrierethemen interessieren, abonniere gerne unseren Kanal hier. Ich werde noch mehr dazu hochladen. Ich wünsche dir sehr viel Glück, dein Martin Wehrle.